Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp und F von Red Send Zone und willkommen zu einem richtig saftigen Review von dem HTC HD7, das intern auch T9292 genannt wird. Und das ist das 2011er HTC. Warum 2011 und nicht 2010, das sage ich euch gleich. Aber vorab, in diesem Review werde ich alle Aspekte, alle Tops und alle Flops von diesem Handy für euch aufdenken und sagen, ob ihr es kaufen solltet oder nicht. By the way, ich review in diesem Video gleichzeitig das OS Windows Phone 7, was einfach zu diesem HTC dazugehört und auch schon ein starkes Kaufargument dafür ist. Fangen wir aber einfach mal mit dem Design an, was eigentlich Geschmackssache ist, aber ich möchte euch trotzdem mal die Designelemente und die kleinen Tricks von diesem geilen Handy zeigen. Ja, wir haben es hier von der Vorderseite mit seinem 4,3 Zoll Display. Es hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln. Also wer 4,3 Zoll nicht umrechnen kann, das sind 10,9 cm Bildschirmdiagonale. Und es hat nicht die Retina-Auflösung, aber die Auflösung ist schon gut, bisschen besser als der Durchschnitt. Und es hat hier unten auch diese typischen Windows-Sensortasten. Einmal den Zurück-Button, einmal den Home-Button, den Windows-Button und die Suchen-Taste. Die weiteren Tasten, wir haben hier oben den Sleep bzw. Wake oder Power-Button. Dafür gibt es viele Ausdrücke, ich nenne ihn einfach Power-Button. Damit kann man nämlich das HTC an- und ausschalten und es auch sperren, wie eigentlich bei jedem neuen Smartphone üblich. Wir haben hier an der rechten Seite die Lautstärke-Tasten und zu der Verarbeitung von denen kommt später Daddy, denn die ist nämlich nicht so glänzend wie die Tasten selbst. Und der Kameraknopf, was auch die einzige Möglichkeit ist, bei Windows Phone 7 Fotos zu machen, denn diesen Knopf haben alle Windows Phone 7 Geräte momentan. Dann auf der Unterseite haben wir die Anschlüsse. Wir haben hier einmal ein kleines Loch, was man nicht sieht, aber wir haben hier einmal den Mini-USB-Anschluss, natürlich speziell wieder für HTC und kein genormter. Wir haben hier den 3,5 mm Klinkenbuchse für alle gängigen Kopfhörer, funktioniert glaube ich auch mit Adapter. Und das kleine Loch, was ich eben schon erwähnt habe, ist das Mikrofon. Dann haben wir auf der anderen Seite, wie ihr seht, seht ihr nichts und ich sehe da auch nichts, da sind keine Tasten. Kommen wir nochmal zur Vorderseite, denn hier oben haben wir neben dem HTC-Logo auch den Telefonlautsprecher, nenne ich ihn jetzt mal. Denn das ist nicht der allgemeine Lautsprecher, sondern dieser Lautsprecher wird nur, ihr seht ihn über dem HTC-Logo, nur eingeschaltet beim Telefonieren. Und hier unten ist das Mikrofon beim Telefonieren, unter den Sensortasten. Das eigentliche Mikrofon ist dieses kleine Loch hier. Und der eigentliche Lautsprecher befindet sich hier hinten. Ziemlich klein, aber schon ganz ordentlich. Wobei wir auch gleich bei der Hinterseite bzw. Rückseite von dem HTC HD7 wären. Es hat einen ziemlich dünnen Akkudeckel, wie ihr gleich sehen werdet. Ich nehme ihn gleich mal ab. Aber er ist schön gummiert. Wir haben hier das HTC-Logo. Und wie ich gesagt habe, ich habe das 2011er Modell. Das sieht man daran, dass diese Kamera dieses schöne, schicke Gelbgold hat, was das auch ein bisschen aus der Masse abhebt. Und wir haben ja die 5-Megapixel-Kamera, vergessen zu erwähnen, und ein Dual-LED-Blitz. Das heißt, dieser Blitz ist so extrem hell, das glaubt ihr gar nicht. Und das HTC kann auch wirklich als Taschenlampe fungieren. So krass hell ist dieser Blitz, beziehungsweise diese Leuchten. Und die werden alle von einem schönen Aluminiumstück umrandet, was sich auch aufklappen lässt. Das ist eine Spezialität von dem HTC HD7. Klack, das nennt man einen Kickstand. Denn er kickt das HTC sozusagen hoch und man kann es dann sozusagen, wenn man Filme schaut, so hinstellen. Dann kann man ganz gechillt irgendwie Simpsons schauen oder so, ja? Man kann ihn auch einklappen und er ist auch ziemlich robust. Es sei denn, man spielt jetzt so extrem damit herum. So, kommen wir zur Verarbeitung. Da fangen wir gleich schon mal mit der Rückseite an. Denn ihr seht, die Spaltmaße sind nicht so brillant. Ihr seht die weiße SIM-Karte hier durchschimmern. Und ich mache mal den Akkudeckel ab. Das geht mit ein paar Klack. Hier oben ist so eine kleine Mulde. Da kann man seinen Fingernagel reinstecken. Und dann fahrt ihr mit euren Fingernägeln hier außen herum. Ups. Ich mache es immer vorsichtig, weil ich schon mal bei vielen Handys erlebt habe, das bei meiner Benutzung. Und dann ist er schon ab.
dass der Akkudeckel kaputt gegangen ist. Ihr seht, das HTC hat einen Akku. Herausnehmbar, das ist toll, denn falls der Akku mal schlapp macht, müsst ihr nicht wie das iPhone es wegschicken, sondern ihr könnt euch einfach auf Amazon oder so einen neuen Akku bestellen. Den kann man hier mit einer Lasche rausziehen. Das mache ich jetzt nicht, weil das HTC gerade angeschaltet ist. Oh, jetzt habe ich ihn rausgezogen. Egal, so. Haben wir den Akku und darunter haben wir Seriennummer und die E-Mail-Nummer und hier haben wir die SIM-Karte stecken. Tun wir den Akku wieder rein. Das mit der Lasche ist eine ziemlich gute Idee. Also das HTC HD7 hat schon viele praktische Aspekte. Und jetzt zeige ich euch mal, wie dünn dieser Akkudeckel ist. Ich biege ihn mal ein bisschen rum. Und der klappert und knarzt auch ein bisschen. Also da fangen schon die Verarbeitungsschwächen an. Und dann drückt ihr ihn einfach so wieder drauf. Und gucken wir uns die weitere Verarbeitung an. Zum Beispiel haben wir hier nicht die Knöpfe, sondern auf dieser Seite. Und wie ich gesagt habe, die Verarbeitung von denen glänzt nicht so wie die Knöpfe an sich, denn ihr seht, die Lautstärketasten wackeln wie wild. Ihr hört. Und die Kamerataste ist ziemlich fest und schwer zu bedienen. Das heißt, da die Kamera ja auch fokussieren kann, muss man die Taste erst ein bisschen drücken und dann ganz durchdrücken. Und ihr seht, das HTC hat ein bisschen gewackelt und das passiert auch, wenn man sich nicht dran gewöhnt hat bei den Bildern. Denn meine ersten Bilder damit sind auch stark verwackelt gewesen. Kommen wir zur Oberseite. Hier haben wir den Power-Button. Wie gesagt, damit kann man das HTC an- und ausschalten. Und der hat auch keinen richtigen Druckpunkt. Das heißt, der Finger umrundet, also verschlingt sozusagen fast diesen Knopf. Und ja. Also die Knöpfe sind nicht so gut, da sollte HTC nochmal nachfinden. Aber sie sind immerhin besser, habe ich gehört, als bei dem 2010er Modell. Was auch nicht toll ist, denn dieser schöne Glanz von den Knöpfen geht nach einiger Benutzung ab. Deshalb empfehle ich unbedingt, sich ein Case zu holen, denn dann kommt dieses bronzene Plastik zum Vorschein, was sich unter diesem schönen Chrom verbirgt. So, das war die Verarbeitung, die ist eher mittelprächtig. Aber das Display ist super und das war die Verarbeitung, die Hardware. Ich mache ein Fazit zum Design und der Verarbeitung. Design ist ziemlich schick, schön groß. Also das HTC liegt auch dadurch, dass es so groß ist, gut in der Hand und es ist auch hinten abgerundet. Ich zeige das nochmal. Ihr seht, es ist rund hinten und dadurch liegt es zum Beispiel besser als das iPhone 4, was ja ziemlich eckig und kantig ist, besser in der Hand. Die Verarbeitung, da sollte HTC schon ein bisschen nachbessern, aber die Gesprächsqualität ist super. Die ist so krass von diesem Handy, wobei wir auch bei den Lautsprechern wären. Der Rücklautsprecher ist leider mittelprächtig, aber die Sprachqualität von diesem Lautsprecher, die Klangqualität beim Telefonieren ist richtig hammermäßig, sage ich jetzt mal. So, da ich den Akku rausgenommen habe, ist das HTC jetzt leider ausgegangen. Und kommen wir mal zu diesem Windows Phone 7 Betriebssystem. So. Dazu drücken wir oben drauf und schalten es an. Es vibriert kurz und dann steht da HTC. Dauert kurz. Stille. Was ich auch bemerken muss, ich glaube, es fährt schneller hoch als das iPhone, aber was eigentlich nicht zu beachten ist, denn man schaltet es eigentlich nie aus. Jetzt steht hier Windows Phone, das Betriebssystem, nur um den Nutzer nochmal darauf aufmerksam zu machen. Und dann haben wir hier den Lockscreen. Ich habe hier ein eigenes Design und da Apple wirklich so freundlich war und sich diesen Fingerstrich patentieren hat lassen, schiebt man den hier nach oben. Und wenn man ihn nicht hochschiebt, dann fällt er hier runter und. So. Hier seht ihr auch, ich habe eine neue E-Mail, wahrscheinlich von YouTube gekriegt. Und jetzt gebe ich einfach mal einen Code ein. Leider vertippt. Wär zu schön, wenn ich jetzt meinen Code vergessen hätte. Machen wir den Ton mal an. So. Hier seht ihr das Prachtstück von dem Handy, nämlich das Windows Phone OS, also Windows Phone 7 in der Version 7.1, glaube ich. Ja. Das ist nach dem No-Do-Update. Und ihr seht, es ist komplett anders als iOS oder Android, denn es hat hier diese Kacheln, die sich auch Tiles nennen, beziehungsweise Live-Tiles. Und Live-Tiles ist zum Beispiel das hier bei Facebook oder E-Mails, die sich halt aktualisieren. Ihr könnt diese Kacheln auch beliebig anordnen.
So, zum Beispiel jetzt hier runter oder einfach wieder dahin, wo ihr wollt. Und das ist ziemlich cool, denn also das Windows Phone 7 Betriebssystem lässt sich so intuitiv bedienen, sogar noch besser als iOS. Und ich glaube, das wird auch in der Bedienung mal an iOS vorbeiziehen. Und das sind natürlich noch nicht alle Apps. Ihr könnt jetzt hier mit dem Finger rüberstreichen und dann hier eine Liste von Apps durchscrollen. Und wenn ihr genug davon habt, dann schwebt die Liste wieder rüber mit einem weiteren Fingerstrich. Und hier oben haben wir auch die Statusleiste. Was ich nicht so toll finde, dass das Display extrem spiegelt, denn jetzt seht ihr zum Beispiel bei der Aufnahme nicht das Display, sondern mich. Aber ihr habt die Statusleiste und mit einem Wisch darüber fallen dann wie durch Magie die Netzanzeige herunter, die WLAN-Anzeige, ob es vibrieren soll oder nicht und so weiter herunter und fährt sich dann wieder hoch. Das heißt, da standardmäßig nur die Uhrzeit angezeigt wird, macht man sich erst gar keine Sorgen über den Stand vom Akku oder über die Netzqualität und denke ich, oh mein Gott, scheiße, ich habe kein Netz, ich kann das nicht telefonieren oder oh mein Gott, mein HTC ist gleich alle, ich muss unbedingt aufladen. Und darum kümmert ihr euch nämlich erst gar nicht, sondern probiert Windows Phone 7 einfach aus und lasst diesen Aspekt einfach mal beiseite. So, dann kommen wir mal zur Bedienung, vor allen Dingen hier die Kontakte. Nee, die zeige ich jetzt nicht, denn das darf ich nicht. Ups. Denn Facebook verlangt in seinen Regeln, dass man Kontakte und so nicht filmt. Also gehe ich mal einfach mal in die Einstellungen. Und in diesen Einstellungen seht ihr, dass sie sehr übersichtlich gestaltet sind. Ihr habt einfach den wirklichen Content, den ihr dafür braucht und nicht irgendwelchen anderen Firlefanz. Und ihr könnt auch rüber, das ist eine Spezialität von Windows Phone 7, das heißt, ihr scrollt zwischen verschiedenen Seiten horizontal. Denn ihr seht, hier fängt das Wort Anwendungen schon an und hört bei Anwenden auf. Und das heißt, die Seite, das signalisiert dem User, dass die Seite noch weitergeht. So. Hier sind wir bei Anwendungen, Bilder, Kamera, Internet Explorer, bla bla bla. So sind auch alle anderen Menüs von Windows Phone 7 und mit einer kleinen Berührung von dem Home-Button komme ich wieder zum Homescreen zurück. Wobei wir auch schon bei den Knöpfen wären, denn wenn ich jetzt hier auf den Suchen-Button klicke, komme ich in die Websuche von Bing. Ich finde Bing nicht so toll persönlich und Microsoft sollte den Nutzer auch die Möglichkeit wählen, zwischen Google und Bing auszuwählen. Jetzt kann ich hier was eintippen. Mache ich aber nicht, denn ich gehe jetzt doch mal zu den Kontakten und ich hoffe, dass Facebook nicht merkt, dass ich diese Kontakte jetzt filme. Aber da das ja so doll spiegelt, das Display sieht man sie wahrscheinlich sowieso nicht. Also ich klicke auf den Kontakten-Lifestyle und jetzt habe ich hier erstmal alle. Da habe ich hier A, B, C und wenn ich runter bis Z will, ich auf C, also auf einen Buchstaben, und dann kann ich hier auswählen, auf welchen ich gehen will. Gehen wir mal zu Q, das gibt's nicht, aber ich kann jetzt zu P gehen. Und jetzt bin ich weiter unten in der Liste. Ich kann aber auch weiter rüber zu Neuigkeiten scrollen, denn das ist richtig krass. Denn Windows Phone 7 synchronisiert die Kontakte und so automatisch mit Facebook etc. Und ich kann auch auf zuletzt verwendet und so weiter und dann kann ich wieder zu meinen Kontakten. So ist das eigentlich alles aufgebaut. Und es gibt eine schöne Funktion, das ist das Ich-Live-Teil. Ihr seht hier Ich. Ich lasse nochmal kurz. Das bin nämlich ich und wenn ich draufklicke, sehe ich, was ich an die Pinnwand zuletzt gepostet habe. Und das war's eigentlich. Kann mich hier auch mein Profilbild ändern und so. Und das heißt, man braucht im Grunde die Facebook-App, die ihr hier seht, überhaupt nicht, denn Facebook ist sozusagen mit vielen wichtigen Funktionen schon integriert. Das ist richtig cool. Also in Sachen Synchronisation und Social Networks und Kontakte ist Windows Phone 7 auf jeden Fall Vorreiter im Gegensatz zu iOS oder anderen Betriebssystemen. So, das war es. Dann gehen wir mal, was wichtig ist. Sozusagen der App Store von Windows Phone 7, der sich Marketplace nennt, haben wir hier und der ist im Grunde genauso aufgebaut. Ihr habt hier wieder Market ist abgeschnitten, das heißt,
signalisiert mir, ich kann weiter rüber scrollen. Hier haben wir die Highlights, wir haben die HTC-Apps, ich kann auf Anwendung klicken, dann kann ich hier rüber scrollen zwischen den Kategorien Top, Neu und Highlights. Und ich kann jetzt auf eine Kategorie klicken und dann zum Beispiel Unterhaltung und dann kann ich Top, Neu und Kostenlos. Leider beinhaltet dieser Marketplace, wie er genannt wird, erst ungefähr 1200 Apps. Aber das wird sich noch verbessern, glaube ich. Aber schauen wir uns mal die Kamera vom Windows von dem HTC HD7 an. Denn diese Kamera ist im Vergleich zum iPhone nicht so toll, aber sie reicht auf jeden Fall aus. Und dann scrollen wir runter. Ich kann entweder die Kamera über hier, über dieses Teil starten oder ich kann sie über hier oben starten, indem ich einmal fest drauf drücke und dann fliegen die Icons zur Seite und ich kann jetzt hier, hallo, da seht ihr mich, ich kann jetzt hier ein Foto machen, wo ihr leider, das ihr leider nicht so gut seht. Jetzt fotografiere ich meinen Teppich, fokussiert und klack. So, ich mache nochmal Test, also Beispielfotos, wie gut die Qualität oder beziehungsweise wie schlecht die Qualität, je nachdem was ihr denkt, vom HTC HD7 ist, tue ich nochmal ins Video rein, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, und weiter geht's hier, nachdem ihr die Fotos gesehen habt, kommt jetzt noch ein Beispielvideo. Aber zuerst nehme ich das Video mal auf, ihr klickt ja einfach hier drauf und dann könnt ihr blip und dann kann ich jetzt hier herumfilmen und hier steht 01, 02, 03. So, ich erläutere jetzt aber nicht alle Kameraoptionen, sondern jetzt zeige ich euch nochmal ein Testvideo. Hey Leute, und das ist das Testvideo vom HTC HD7. Das ist jetzt in der Auflösung 1280x720. Und ja, auf dem Handybildschirm sieht man das natürlich nicht, aber ihr könnt jetzt die Videoqualität beurteilen. Sie ist nicht so gut wie beim iPhone, das sage ich jetzt schon mal voran, aber ich filme jetzt einfach mal ein bisschen rum. So, kann auch mal ein bisschen rausgehen. So, und wenn man ins Dunkle kommt, dann seht ihr, es ruckelt schon etwas mehr. Und ja, das war das Testvideo, weiter geht's. So, und da sind wir wieder nach dem Testvideo und machen wir weiter. Wir klicken wieder auf diesen Home-Button und dann haben wir wieder unsere Tiles, die wir übrigens auch natürlich verändern können. Das heißt, Windows Phone 7 erlaubt viele Individualisierungsmöglichkeiten. Ich kann jetzt zu meiner Liste gehen und sagen, okay, ich möchte BBC News an den Homescreen, also halte ich es gedrückt und dann fährt sich hier was auf. Dann auch deinstallieren, bewerten, Kritik schreiben oder auf Startseite. Und dann ist es hier unten und es ist ein Live-Teil. Das heißt, ich sehe sozusagen die neuesten News, Handshock bei Answers. Ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte CookenCraft, eine Minecraft-App, auf mein Homescreen. Und dann sehen wir hier CookenCraft. Und die kann ich natürlich auch verschieben. So. Zum Beispiel ist hier eine Lücke, dann kann ich jetzt hier noch das reinschieben. So. Und so kann ich es individualisieren. Aber ich kann natürlich auch die Farbe der Live-Tiles verändern. Da gehe ich einfach in Einstellungen, Design und dann kann ich zum Beispiel statt Limone rot auswählen. Das finde ich toll. Und statt dunkel hell. Ding. Und jetzt kann ich hier drauf drücken und dann sieht das Ganze so aus. Ja, das waren die Kontakte, die Kamera. Der Marketplace, jetzt kommen wir nochmal zum Internet Explorer. Nein, da kommen wir jetzt nicht dazu. Das ist einfach ein Browser, der leider nicht die Funktion hat, dass man im Landscape Mode, also im Quermodus, die Adresse eingibt. Das muss ich euch nicht zeigen, das findet ihr selber raus. Das könnt ihr euch auch schon vorstellen. Ihr habt einfach im Quermodus keine Adresszeile. Und ihr habt auch keine Suchzeile, sondern ihr müsst halt auf diesen Suchen-Button klicken. Kommen wir aber mal zum Telefon. Ja, es ist ein Handy, damit kann man noch telefonieren. Geht jetzt Base, ich habe Base hier. Habe ich hier meine Anrufliste, der Chrissy hat vorhin angerufen. Ich habe hier meinen Nummernblock. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nicht spannend, aber nützlich. Und wenn ich jetzt hier eine Nummer eingebe, kann ich die auch in den Kontakten speichern. Und
Schon beim Telefon kommen wir natürlich zu den SMS und MMS. Ich kann jetzt eine neue SMS an irgendeinen Kontakt schreiben und dann kann ich hier die Nachricht eingeben. Da tippe ich hier drauf und ihr seht die Tastatur. Diese Tastatur finde ich toll, denn sie hat für Leute, die in sozialen Netzwerken aktiv sind, natürlich wie ich, einen Smiley-Button, wo ich jetzt hier zum Beispiel einen lachenden Smiley hinmachen kann. Und die Tastatur funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich schreibe mal Hallo. YouTube, das ist der Philipp. Der Philipp, nicht der Philopp. Mit F von Reds. Egal. Also die Tastatur ist cool und die SMS-Funktion auch. Also im Grunde ist HTC ein ziemlich intuitives Betriebssystem. Ja, es ist ein intuitives Betriebssystem, wie ich gesagt habe. Und man sieht, im Gegensatz zu iOS, wo man noch ein paar Spielereien drumherum hat, man sieht sofort die wahre Information, die man braucht. Und das ist ein wirkliches Kaufargument zum Windows Phone 7 Geräten, vor allen Dingen von HTC, da jetzt dieses HTC HD7 einen ziemlich großen, komfortablen Bildschirm hat. Und ich lege jetzt mal mein iPod daneben. Und ihr seht mal im Vergleich, wie klein der Bildschirm von einem iPod bzw. einem iPhone ist. Der Bildschirm ist ja hier gleich groß. Und dieser Bildschirm ist ziemlich gut. Und ich finde, dieses Handy ist auf jeden Fall einen Kauf wert, denn der Bildschirm ist ein Kaufargument. Ups. Das Betriebssystem Windows Phone 7 ist auch ein Kaufargument. Und der unschlagbar günstige Preis von diesem Handy, es kostet nur noch 270 Euro. Und es ist ein iPhone-Konkurrent. Es hat mal 500 gekostet. Dieses Handy ist 430 Euro billiger als ein iPhone. Und in einigen Disziplinen sogar viel besser. Das heißt, dieses Handy ist es auf jeden Fall wert zu kaufen, sogar mit Vertrag, denn wahrscheinlich mit Internet Flat ist es sogar noch komfortabler. Denn mit diesem Handy muss man einfach im Internet surfen. Dieses Handy ist krass. Das war das Review. Ich mache nochmal ein Fazit. Design ziemlich schick mit Rahmen hier an der Seite. Gummierter Rückseite, schöner Kamera und Kickstand. Könnt ihr es so hinstellen. Dann Verarbeitung eher mittelprächtig, aber wenn man sich dann ein Case holt, so etwas wie das hier, vergisst man diese Verarbeitungsschwächen und es liegt sogar durch dieses Case noch besser in der Wand, in der Hand und man hat nicht dauernd das Gefühl, dass es einem aus der Hand rutscht. Dann, das Betriebssystem ist einfach der Hammer, die Bedienung ist intuitiv, aber es hat auch Stil und ist nicht so abgelutscht wie das iOS im Moment und nicht zu kompliziert und hackermäßig wie Android. Die Gesprächsqualität ist auch super, besser als beim iPhone und insgesamt ist auch wegen diesem günstigen Preis das HTC HD7 eine klare Kaufempfehlung für Leute, die komfortabel im Internet überall surfen wollen, ein intuitives Betriebssystem wollen. Und ein schickes Handy mit großem Display und großem Display wollen. Ja, das war das Review zum HTC HD7. Das war auch der Philipp Miller von Rezension. Hoffentlich hat euch dieses etwas lange Review gefallen. Und das war der Philipp Miller von Rezension. Wie gesagt, ciao, bis zum nächsten Handy Review.